Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gleich zu Beginn möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und haben aktuelle Meldungen aus Stadt und Landkreis kompakt zusammengefasst. Der Schulverband Pürbaum Postbauer Hengen beschloss in seiner letzten Sitzung einen Haushalt mit einem Volumen von 2,7 Millionen Euro. Die Schulhaussanierung macht dabei mit knapp 1 Million Euro den größten Posten aus. Die Investition wird allerdings zu gut 90% mit staatlichen Zuschüssen gefördert. So ist es dem Verband möglich, mit relativ geringer finanzieller Eigenleistung das Erdgeschoss und den ersten Stock energetisch zu sanieren. Etwa 135.000 Euro werden im laufenden Jahr zudem in neue EDV-Ausstattung investiert. Trotz des Neubaus der Erich-Kästner-Halle werden die Schulden des Schulverbands Ende des laufenden Jahres auf unter 1 Million Euro gesunken sein. Lokalfernsehen erfreut sich steigender Beliebtheit. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Funkanalyse, bei der knapp 15.000 Bayern telefonisch zu ihren Radio- und Fernsehgewohnheiten befragt wurden. Knapp die Hälfte der regelmäßigen Zuschauer gehören dabei zur Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch Frankenfernsehen und OTV, welche unsere Lokalmagazine aus Neumarkt ausstrahlen, konnten teilweise starke Zuwächse verzeichnen. So verfolgen an einem durchschnittlichen Werktag rund 171.000 Menschen das Programm des Nürnberger Senders, 48.000 das Programm aus Amberg. Neumarkt TV dankt an dieser Stelle allen Zuschauern und Teilnehmern der Funkanalyse. Die Sonne, die es gerade zu Beginn dieser Woche des Öfteren gab, war trügerisch. Sobald man dann doch mal rausging, kam es einem wieder ziemlich kühl vor. Das erinnert uns aber an eine Zeit vor circa 15 Jahren, als man in Neumarkt heiß darüber diskutierte, wie man die Stadt heizen könnte. Neumarkt TV präsentiert: Da war doch was. Es gab mal eine Zeit, in der in Neumarkt überlegt wurde, ob man nicht eine große Heizung für die Stadt bauen sollte. Für die Neumarkter ist es bald wichtiger denn je, dass sie genügend Holz vor der Hütte haben. Das ist jetzt nicht anzüglich gemeint, sondern wortwörtlich. Denn das Biomasse-Heizkraftwerk, das demnächst am alten Kanal gebaut werden soll, erzeugt seine Fernwärme nun mal mit Holz. Und die Frage, ob es in der Region genügend Holz für die Anlage gibt, gerät zum jahrelangen Streitthema. Insbesondere, da das Neumarkter Unternehmen Pfleiderer selbst viel Holz für seine Produktion braucht. Es gibt ja eine Firma Artex, die wohl hier für die Holzversorgung für dieses Kraftwerk in Frage kommt. Und diese Firma geht bereits auf unsere Lieferanten zu und dadurch steigen die Preise. Das heißt, die Stadt Neumarkt tritt ganz bewusst in den Wettbewerb zu Pfleiderer hier am hiesigen Standort. Die Stadt hält dagegen. Die Firma Pfleiderer hätte schon vor Jahren behauptet, sie bräuchte andere Arten von Holz. Und damals wurde also eindeutig von deren Fachleuten auch bestätigt, dass hier keine Überschneidungsmengen sind. Neumarkt TV kommentiert das Geschehen musikalisch. Jungs haben wir, Cash haben wir. Also können wir Cash in unser Kraftwerk investieren. Stolz haben wir. Holzhammer, hoffentlich tut sich das auch rentieren. Für die Stadträte bedeutet das Projekt über viele Jahre hinweg ein Gutachten nach dem anderen durchackern. Das Kraftwerk wird zur unendlichen Geschichte. Wir lesen noch mal kurz im Drehbuch nach. Frei nach dem Motto: Kraftwerk-Krimi, die 825. Klappe. Skurril wird es, als Pfleiderer im April 2010 anbietet, aus einem eigenen existierenden Holzkraftwerk auf dem Firmengelände selbst Wärme in die Stadt zu liefern. Energie, die man bislang gar nicht verwendete. Das ist eine Menge von ungefähr 110.000 Gigawattstunden. Dieses könnte man aufheizen durch eine kleine Investition auf 90 Grad. Und mit 90 Grad dann ein Fernwärmenetz betreiben. Die Stadt Neumarkt behauptet dagegen, sie höre zum ersten Mal vom Pfleiderer, dass das möglich sei. Wir haben also immer wieder gefragt, ob Abwärme aus diesem Werk uns zur Verfügung gestellt werden kann. Erst im Dezember 2009 wurde das noch negiert. Selbst die gewieftesten Lokaljournalisten können damals nicht wirklich rausfinden, wer da miteinander oder aneinander vorbeigeredet hat. Im Juli 2010 kommt dann scheinbar Bewegung in die Sache. Es gab ein neues Gutachten und am letzten Donnerstag tagte dann der Stadtrat. Und alle bis auf 2 Stimmen waren dann für den Bau einer kleineren Anlage. Von den Produzenten, von viel Wärm um nichts und die Könige der Nutzholzgewinnung kommt jetzt
Liebling, ich hab das Kraftwerk geschrumpft. Ja, es soll jetzt im Vergleich zu dem im April in Rede stehenden Kraftwerk mit 37 Millionen nur noch ca. 17 Millionen kosten. Mit Gastauftritten der Stars Burgis und Lamsbräu bekannt aus Manche mögen's heiß. Man muss sagen, dass nach dem Zeitplan Ende 2012 die erste Stromlieferung ins Netz erfolgen soll. Doch schließlich kommt alles anders. 2012 erklärt das Klinikum Neumarkt, ein eigenes Kraftwerk bauen zu wollen. Damit fällt einer der letzten großen Abnehmer der Fernwärme weg. Nach 7 Jahren voller Gutachten, Diskussionen und Sitzungen wird die Idee vom Biomasseheizkraftwerk beerdigt. Böse Zungen behaupten damals, nur in Neumarkt kann man mit einer Heizung, die niemals gebaut wurde, so viel heiße Luft erzeugen. Ihr seid die Erfahrenen. Ihr habt schon viel erlebt und noch mehr vor. Und wir sind die Banken mit über 170 Jahren Erfahrung, die euch bei allen Fragen zur Seite stehen. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Genießen Sie Ihren Rasen, anstatt ihn zu mähen. Mit den intelligenten iMo-Mährobotern von Stihl. Geeignet für Flächen von 50 bis 5000 Quadratmeter und dem Rundumservice von Dorna. Von der Beratung über die Installation und Programmierung vor Ort bis hin zur regelmäßigen Inspektion und Wintereinlagerung. Wir sind Ihr Partner für sattes Grün, das keine Arbeit macht. Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin in Ihrem Garten. Wo kauft man Citroën? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Unser Burgis Knödel Drive-In war ein voller Erfolg. Wir haben alle 60.000 Kilo Ware an den Mann gebracht. Wir haben 25.000 Euro Spenden eingenommen, die wir 1:1 an die Diakonie weitergeben werden. Aber was mich persönlich wirklich interessiert, was passiert mit unseren Produkten? Was kochen Sie daraus? Bitte senden Sie uns Ihre Rezepte, Ihre Bilder zu auf den üblichen Wegen, Facebook, Insta oder per Mail. Wir verlosen unter diesen Einsendungen die 5 besten Rezepte. Jeder Gewinner erhält ein Burgis Knödelpaket. So, momentan hat man zumindest nicht das Problem, in den Straßencafés keinen Platz mehr draußen zu finden. Eher schon das Problem, dass man in den Cafés auch drinnen keine Plätze mehr findet, weil es da offiziell keine Sitzplätze geben darf. Corona lässt grüßen. Auch bei unserem Praktikanten Lennart. Bei ihm gab es in seinem sozialen Umfeld einen Test, der positiv verlaufen ist. Und deswegen muss auch Lennart seit über 2 Wochen daheim in Quarantäne bleiben. Wir schauen mal, wie es ihm geht. Und wie ihr bereits erfahren habt, bin ich momentan dazu verpflichtet, einige Zeit in häuslicher Quarantäne zu leben. Und mir fällt die Decke auf den Kopf, ich bräuchte dringend einen Tapetenwechsel. Nun ist es bei uns leider nicht so einfach. Ich bin aber auf die interessante Idee gekommen, einfach mal ein paar Bilder bei uns im Haus umzuhängen. Im Gang starte ich meine Aktion. Für die Wanddeko heißt es, einfach miteinander Plätze tauschen. Die Nägel freuen sich übrigens sehr über die neuen Bekanntschaften. Und auch die anderen Zimmer kommen dran. Sogar die echten Picassos im Keller werde ich mir vorknüpfen. Das macht Spaß, das macht Laune. Das Motto heißt, umhängen statt rumhängen. Nach einer knappen Stunde bin ich durch. Und ja,
Die Wohnung fühlt sich anders an. Ehrlich gesagt ist es aber noch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Im Louvre würde ich so eine Aktion übrigens nicht durchführen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Lennart. Unser Blumenstrauß der Woche wurde in einer Zeit vergeben, als man noch näher an Menschen herandurfte als 1,5 Meter. Was gut ist, denn sonst hätte Verena Greithahner ihn nicht übergeben, sondern rüberschmeißen müssen. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute beim Herrn Öxl und wollen jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? An Katharina Swoboda. Und warum hat sie den verdient? Die hat verdient, ich sag mal, weil es unwahrscheinlich behilflich ist. Ja? Sie macht für mich, ich bin schwerbehindert, sie macht für mich die Gartenarbeit, halt Schnee räumen, eigentlich die ganze Familie. Und ist auch ihre Nachbarin und sie ja, haben schon sie gesagt, wohnt oben, ne? Sie soll, genau, sie wohnt oben drüber, ja. Sie soll zu Hause sein, dann schauen wir mal, ob wir sie jetzt erwischen. Genau, hoffen wir es. Geh mal los. Ne? Ja. Hallo, Frau Swoboda. Hallo. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Für was habe ich mir das verdient jetzt? Weil du mich immer hilfst. Wenn jemand was braucht, bist du da. Ja, aber das ist normal. Muss man schon auch einmal dazu sagen, das ist nicht normal, weil es gibt nicht so viele Hausmitbewohner oder Nachbarn, die sich einfach so, man könnte schon fast sagen, aufopfern, ja, oder? Also ja. Nicht nur Sie, sondern auch die ganze Familie, habe ich gehört. Ja, aber die sind für mich wie eine Ersatzmama und Vater, weil meine Mama ist in Slowakei und jetzt habe ich ja zwei gefunden wieder da. Was machen Sie denn alles so für den Herrn Öxl? Ich bin halt Nachbarn, ich ratsch halt. Ja. Ja. Da glaube ich, ist schon noch ein bisschen mehr. Schnee räumen, Rasen mähen, Rasen letzte Mal kultivieren und alles Mögliche. Ja? Also da brauche ich gar nicht anfangen. Wir sind aber vor 7 Jahre hier umgezogen und das ist wie ein Sechser im Lotto. Sie haben ja wirklich eine tolle Hausgemeinschaft hier und ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dem Blumenstrauß eine kleine Freude machen. Dankeschön. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Wir befinden uns hier gerade neben dem Neumarkter Münster und exakt aus dieser Kirche zeigt Frankenfernsehen am Sonntag dieser Woche einen Gottesdienst. Und zwar um 9 Uhr. Apropos Kontakt nach oben. Aktuell wissen wir ja nicht, ob wir uns von Petrus lieber ein Wetter wünschen sollen, das zum Rausgehen animiert oder eines, das er daheimbleiben empfiehlt. Aber im Grunde ist es egal. Wir haben eh keinen Einfluss drauf. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Traumhaftes Wetter gibt es in den kommenden Tagen auf jeden Fall. Ob man sich jetzt darüber freuen kann, wenn man zu Hause bleiben muss, ist die Frage. Der Samstag ist mit Tiefstwerten von 1 Grad der kälteste Tag an diesem Wochenende. Allerdings dürfen wir mit strahlendem Sonnenschein rechnen. Lediglich mittags ist es bewölkt. Am Sonntag können wir uns auf bis zu 11 Sonnenstunden bei Werten zwischen 16 und 3 Grad freuen. Mit bis zu 17 Grad und weiterhin strahlendem Sonnenschein hilft uns das Wetter am Montag beim Start in die Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Vanessa Forsbach begrüßt Sie am Mittwoch nächster Woche wie gewohnt zu einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei wären. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen.